Warum ist Großträumen so wichtig und das wertvollste Geschenk des Universums, das wir als Menschen erhalten haben? In diesem Video geht es darum, wie wir es schaffen, groß zu träumen, warum es wichtig ist, groß zu träumen und wenn wir es schaffen, groß zu träumen, zu allen Erfolgen zu kommen, im privaten sowohl auch im beruflichen, damit unser Leben zum vollen Erfolg wird. Ich darf wieder die großartige Susanna Belloni, spiritueller Coach und Bloggerin, begrüßen. Hier in dem Video. Schön, dass du da bist, Susanna. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin Business Life Coach. Und Susanna, gleich zu Anfang, lass uns doch mal darüber sprechen, warum wir es verlernt haben, in unserem Leben zu träumen. Ja, träumen tun wir ja noch, aber nicht mehr so groß. Vor allem nicht die schönen Sachen. Das irgendwie gewöhnen wir uns das ab mit der Zeit, mit dem Alter. Wirst du merken, du blickst mehr in die Gegenwart oder in die Vergangenheit als nach vorne und siehst gar nicht dieses offene, riesige Feld an Möglichkeiten, was du noch erreichen kannst. Und das hat mehrere Gründe. Es ist ein bisschen kulturell bedingt. Da wirst du merken, ja, vor allem in der deutschsprachigen Kultur, dass eine gewisse mentale Haltung da ist, die etwas pessimistisch ist, etwas negativ orientiert. Und die schränkt unser Sichtfeld richtig gehend ein. Aber es ist auch eine Frage des Alters. Wenn du 20 bist, da fragt dich noch jeder, was möchtest du weitermachen? Was liegt noch vor dir? Was möchtest du angehen? Wer möchtest du werden? Ja, ich werde heuer 50, fragt mich keiner. Ja, ist kein Thema. Also da muss ich noch dran erinnern, hallo, ich habe noch 30, 40 Jahre vor mir. Und dann möchte ich noch was Großartiges draus machen. Und dann muss ich mich selbst auch daran erinnern. Ja, also ja. Weniger zurückblicken und sagen so, das war's jetzt oder das habe ich erledigt, sondern genau jetzt muss genau mit dem gleichen Elan, Vorfreude und Plänen und Träumen weitergehen. Ja. Also das ist ein bisschen altersbedingt, ist ein bisschen kulturell bedingt. Kommt natürlich auch auf deine Umgebung drauf an. Wenn du dich ja vor allem dann um die Pflege deiner Eltern kümmern musst, wirst du merken, du beginnst so ein bisschen abzudriften und wie die zu denken und mehr über Sterben und wie wird mein Begräbnis sein. Ja, ist natürlich nicht sonderlich hilfreich. Wenn du dann wieder mit Kindern zusammen bist, dann merkst du, wie sich dein Verstand wieder öffnet, wie du wieder daran erinnert wirst, was für unendliche Möglichkeiten und großartige Sachen es da noch zu entdecken gibt und dass du eigentlich mittendrin bist in dieser Reise. Ja, das hast du so wunderbar erklärt. Ich würde auch noch ganz kurz hinzufügen, dass das Träumen ja mittlerweile fast zum Schimpfwort geworden ist für manche. Ja. Wenn es dann heißt, du bist ein Träumer, wenn man auf der Straße fährt und einer fährt zu langsam und ist vielleicht in seiner Gedankenwelt oder hat irgendwelche Probleme zu bewältigen, die ihn davon abhalten, sich dann hundertprozentig auf den Verkehr zu fokussieren und dann fährt er halt langsamer und dann beschimpfen alle ihn und manche, ja. Oder ich kenne dann auch mich selbst oder meinen Vater, der ist auch so ein Kritiker, sagt dann, hey, jetzt fahr mal schneller, du Träumer. Und oder wenn man zu Kindern sagt, ich kenne es auch aus meiner Kindheit oder in der Schule, wenn man dann in Gedanken versunken, dann schon irgendwie am Nachmittag auf dem Spielplatz ist oder auf dem Fußballplatz und dann heißt es vom Lehrer oder auch von den Mitschülern, jetzt hör endlich auf zu träumen, komm wieder zurück hier in die Gegenwart. Mhm. Also solche Geschichten, die formieren uns ja, die konditionieren so uns in die Richtung, dass wir da wegkommen aus dieser Vorstellungskraft, aus unserer Fantasie und eigentlich nur noch Verstand getrieben sind, um letztlich in dieses System zu passen und dieses System auch im Leben zu halten, dass er davon lebt, dass wir als Verstand getriebene Menschen Teil davon sind und das Ganze aufrechterhalten. Ja, und gerade wenn es um Business-Ziele geht, ja, da will jeder realistisch sein und gerade mit diesem Realismus, da skalieren wir alles nochmal runter, da machen wir alles noch kleiner und enger und gar nicht so freudvoll und bunt, ja, wie es eigentlich ursprünglich aus uns herausgekommen ist. Dabei müssen wir uns ja eins immer wieder verdeutlichen. Realität ist das, was jetzt ist und teilweise was vergangen ist. Wir schauen aber nach vor in die Zukunft und da wird ein Neues erschaffen.
Und Neues braucht Platz, das wird auch größer, da kommen Dinge, die jetzt noch unglaublich sind oder für unmöglich gehalten werden. Ich weiß nicht, erinnere dich doch an unsere Kinder, dass wir Star Trek gesehen haben mit Videotelefonie. Ja, klar, das hat viele inspiriert, aber heute sitzen wir so da und reden so miteinander, wie der Captain Kirk da mit der anderen Raumschiffstation da geredet hat. Und das war damals noch nicht vorstellbar, dass das unser Alltag wird. Ja, und genauso. Es hat gleichzeitig dazu beigetragen, dass das Ganze auch manifestiert wird, wenn wir wieder auf zu deinem Spezialthema zurückgehen, Gesetz der Anziehung. Richtig. Dann ist es ja dieses kollektive Denken, dass es möglich ist, und unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen was Unrealistischem und was Realistischem. Wenn es im Fernsehen sieht, dann nimmt es als wahr an. Und daher wurde das praktisch dadurch, dass viele Leute Star Trek geschaut haben, aus der Perspektive des Gesetzes der Anziehung entsprechend auch erst zur Realität eine gewisse Zeit später. Also sprich, was du gesagt hast, unsere Gegenwart ist ja letztlich nichts anderes als unsere vergangenen Gedanken. Und das darf man sich auch immer wieder bewusst werden. Auch als unsere vergangenen Träume. Das muss uns klar sein. Der Traum kommt vor dem Nachdenken, vor dem rationalen Verstand. Zuerst brauchst du ja eine Vision, was du erreichen oder erleben möchtest. Und jeder große Business-Magnat weiß das. Er braucht zuerst diese Vision, ja, dieses Traumbild. Und das sollte möglichst groß oder toll oder für ihn wichtig sein, ja. Und dem kann er dann erst nachfolgen und das in die Realität bringen. Das heißt, wir müssen erstens mal wieder träumen lernen. Das heißt, im Sinne von unsere Träume steuern, ins Positive steuern und diese Angstträume oder Sorgenträume da wieder ausradieren und das sein lassen. Und zweitens uns auch bewusst sein, dass das der erste Schritt zur Realitätsgestaltung für die Zukunft ist. So gehe ich meiner Zukunft entgegen. Und so nehme ich sie auch in die Hand. Und ich habe natürlich nichts davon, wenn ich mich da mit Leuten unterhalte, die das total doof finden, mich naiv oder eben für einen Traumtänzer halten. Das zieht mich nur runter. Also die Leute meiden oder zumindest nicht über diese Themen mit ihnen reden. Da muss man wirklich selektieren. Da schätze ich auch dich sehr. Ich weiß, wenn ich mal so eine tolle Idee habe, da kann ich zu dir kommen. Ja, du bist dann mein Partner und sagst, yes, Susanna, hey, das klingt toll. Ja? Und du ziehst mich nicht gleich runter mit, wie willst du denn das machen? Und wie soll denn das gehen? Und was willst du damit bezwecken? Oder so irgendetwas. Ja, und kannst du das überhaupt? Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ja? Wir brauchen mehr Leute und dazu sind ja auch Coaches da. Die sagen, hurra, du hast einen Traum. Ja, wie kann sich der entfalten? Wie kannst du auf den zugehen? Und es geht wirklich darum, wenn man das übt, dass dann auch die Träume größer werden. Dass man sich dann auch immer mehr zutraut. Wenn man eben aus dem Verstand rausgeht und mehr in dieses Tagträumen und Fantasieren hinein. Ja, das ist genau der Punkt, dass man sich wieder diesen Stellenwert der Träume bewusst wird, dass eigentlich alles mit den Träumen anfängt. Oder beziehungsweise alles, was man eigentlich in seinem Leben noch erleben will und was einen mehr Lebensqualität bringt. Und man hat es in deinem Gesicht erkannt, Susanna, wie du da aufgegangen bist, wie du über Träume gesprochen hast und der Strahlen aufkam. Das ist genau der Punkt, dass eben diese Träume eigentlich erst ja wieder diese Lebensenergie und die Lebensfreude heraufsprudeln lassen, dass man innerlich merkt, ja, da ist noch was man noch nicht erlebt hat. Und dann, wie du auch erwähnt hast mit den Coaches, welche Leute brauche ich in meinem Leben, die mir zeigen können, wie ich diesen Traum erfüllen kann, weil letztlich, und das ist meine Devise, ist alles möglich. Das konnte ich über diverse Coaching-Programme, unter anderem bei Bob Proctor lernen, dass nur diese großen, also diese Träume, letztlich ist es ein Traum, ist groß oder klein, ist ja egal. Das ist persönlich, individuell. Aber dann diesen Traum auch wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, ich stecke mir diesen Traum jetzt als Ziel, weil ein Traum bleibt ein Traum, solange man ihn nicht als Ziel umformuliert und dann wirklich mal auch bewusst die Entscheidung trifft, okay, ich werde jetzt mein Leben so ausrichten, dass ich diesem Traum folge, dass ich ihn auch erreichen will.
Weil wenn das nicht passiert, dann bleibe ich weiterhin in dieser Traumwelt, in dieser Fantasiewelt. Da bin ich nicht ganz mit dir einverstanden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt aber auf jeden Fall geht es darum, aktiv zu werden und das Ganze auch nicht nur zu erleben in seiner Traumwelt, sondern auch zu leben. Das finde ich. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich unterscheide immer zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Und für mich kommen diese Träume und Visionen zuerst aus der in die rechte Gehirnhälfte rein. Da muss ich sie auch mal reinlassen. Also wenn die da blockiert ist oder runterentwickelt, geht das natürlich auch schwierig. Oft macht man das unterbewusst, das ist okay. Und jetzt brauche ich den Verstand als Werkzeug, das in die Tat umzusetzen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich den Verstand mit etwas anderem Positiven beschäftige, dass sich das trotzdem durch mich hindurch manifestiert. Ja, sagen wir mal ein Beispiel. Ich wünsche mir jetzt einen Traumpartner, den möchte ich treffen. Und ich brauche dazu, und ich habe da jetzt eine Vision. Ich habe da das Gefühl, das wäre doch toll und so eine Partnerschaft. Ich bin da inspiriert worden und habe schon das Gefühl, das wäre super. Aber ich beschäftige jetzt meinen Verstand mit, sagen wir, meiner Arbeit, die ich wahnsinnig gern mache. Das ist das Wichtige dran. Das muss eine positive Leidenschaft sein. Und ich kann meinen Verstand total auf etwas anderes ausrichten. Und dadurch, dass die Frequenz hoch bleibt und dieser Verstand sich nicht querstellt mit aber Ängsten und um Gottes Willen und wo ist das, kann sich das trotzdem manifestieren. Ja. Also tun und machen, ja. Aber das muss nicht für das Ziel unbedingt sein. Wichtig ist die Frequenz. Dann haben wir uns doch wieder getroffen, Susanne. Ja. Weil ich wollte ein bisschen auseinanderdröseln. Letztlich kommt es ja darauf an, das zu machen, was einem selbst entspricht. Und wie wir beide wissen und wie du vielleicht auch weißt als Zuschauer, das Universum liefert nie direkt. Es liefert das, was du auch, das trifft ja genau den Punkt, was du gesagt hast, dass wenn wir uns festfahren, unseren Verstand nur darauf einprogrammieren, auf diesen Traum möglichst schnell hinzuzuarbeiten und das zu machen, was wir denken, dass es richtig ist, dann kann es sein, dass es nicht eintrifft, weil dann limitieren wir uns wieder. Wenn du Ängste und Zweifel hast, und die haben wir meistens, weil wir auch schon negative Erfahrungen gemacht haben. Ja, genau. Wenn ich das nicht hätte, geht es trotzdem. Aber der Verstand ist der Einzige, der ausbremst. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder schaffe ich es, mich voll darauf einzulassen. Ja, das kann auch gut gehen, wenn jemand mental extrem stark ist. Oder ich lenke mich ab auf etwas, was auch hohe Frequenz hat. Ja. Aber letztlich geht es doch darum, emotionell mit seinen Träumen in Verbindung zu stehen und diese Emotionen dann auch wirken zu lassen, indem ich aktiv werde, indem ich mich zeige. Wenn wir jetzt nicht das Video machen würden, dann würden auch Menschen nicht auf diese Informationen treffen. Oder du findest vielleicht deinen Traumpartner, weil er dein Video sieht, obwohl er jetzt gar nicht dich direkt anschreiben wollte, sondern er fühlt sich als Träumer und hat nach diesem Video gegoogelt oder YouTube nachgeschaut. Also es gibt ja, man darf da einfach offen sein. Ich denke, diese absolute Offenheit, das Universum wirken zu lassen und einen diese manifestierten Träume in sein Leben zu bringen, das ist das, was glaube ich, die Kunst ist. Ja, und das Träumen selbst macht ja schon so viel Spaß. Genau. Ja, also wenn du da träumst von einem, bleiben wir beim Privatleben, von einem harmonischen Privatleben, wo du toll arbeiten kannst und Inspiration für Junge bist oder irgend so etwas, was dir da eben einfällt, dann bist du ja schon automatisch in der Schwingung, weil du dich mental damit beschäftigst. Also da richtest du dich schon darauf aus, auf das, was du möchtest. Und umso lebendiger das wird, umso realitätsähnlicher. Also wenn du es fast schon spürst, wie bei einem Traum, wo du schon Berührungen spürst oder irgendetwas Sensorisches oder Stimmen hörst, haben auch viele Leute. Ne? Die hören schon jemanden einen Satz sagen oder so etwas Ähnliches. Dann bist du schon ganz kurz vor der Manifestation. Und oft müssen wir dann aus dem Weg gehen und nicht sagen, wann kommt es, sondern uns mit etwas anderem beschäftigen, weil das Vertrauen manchmal schwierig ist, aber manifestationstechnisch ist das so. Und dem Universum ist das völlig egal, ob dein
Traum jetzt groß oder klein ist, ob du jetzt von einem kleinen Häuschen träumst oder von einem Riesenschloss, das ist dem Universum völlig egal. Das ist nur dein Verstand, der sagt, das Schloss oder die Villa, das wird schwieriger. Ja? Das ist nicht so wahrscheinlich. Und so blockierst du dich eigentlich mental. Ja? Und wenn du einfach nur von diesem tollen Schloss oder von dieser Villa träumst, dich inzwischen ja, anders beschäftigst oder ja, vielleicht auch mal einen Katalog schaust, ein paar Beispiele suchst, ohne Stress, ohne Verkrampfung, ohne dieses, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt ganz angestrengt, sondern es wäre lustig oder es wäre cool, dann bist du am richtigen Weg. Genau, das war ein genialer abschließender Punkt und super Tipps nochmal. Und wie du auch gesagt hast, wenn man sich das auch aufschreibt und sich vor Augen führt, durch Bilder, durch seine eigene Schrift auch, diese Emotionen auch zum Ausdruck bringt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich das Ganze auch realisiert und dass es wahr wird. Und deswegen ja, schlage ich vor, dass du doch in diesen wenn du willst, in diese Kommentare einfach mal schreibst, Hashtag alles ist möglich. Und was können wir als kleinen Energieausgleich liefern, Susanna? Sagen wir die ersten 10, die kommentieren, alles ist möglich. Hast du da gerade spontane Idee als kleines Geschenk? Ja, ich arbeite gerade an einer Superpower-Meditation, ja, mit Affirmationen eingebaut. Wer da Lust drauf hätte, eben mehr in seinen Verstand zu öffnen für alles, was möglich ist, dem kann ich das ans Herz legen. Und ja, schreib einfach Hashtag alles ist möglich und gewinn gern unsere Superpower-Traum-Meditation. Ja, Susannas Meditationen sind extraordinär. Schaut auch gerne auf ihren YouTube-Kanal, abonniert ihren Kanal und hinterlasst ein Like unter diesem Kanal und abonniert auch meinen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Danke jetzt schon mal, dass ihr so lange mit uns zusammen wart. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, Susanne, dir für dein Mitwirken und den Austausch. Hat mich sehr gefreut, sehr geehrt. Gerne wieder. So schön mit dir. Tschüss. Und viel Spaß beim Manifestieren und Träumen besonders.